Heute gibt es auf vielfachen Wunsch endlich auch wieder mal ein leckeres Brotrezept von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viele haben sich's gewünscht und deswegen gibt es auch endlich mal wieder ein leckeres Brotrezept von mir. Ihr habt euch den Klassiker gewünscht. Bei mir ist es mein absolutes Lieblingsbrot, nämlich das Kasseler Mischbrot. Das Kasseler Mischbrot ist ein Weizenmischbrot, was aus 60% Weizenmehl und 40% Roggenmehl sowie Sauerteig besteht. Der ist für das Kasseler Brot unerlässlich. Sauerteig ideal, um die Hefemenge zu reduzieren, weil Sauerteig natürlich auch extrem viel Triebkraft in den Teig bringt und geschmacklich. Sollte hier auf keinen Fall auf den Sauerteig verzichtet werden. Falls ihr noch nie mit Sauerteig gearbeitet habt und euch da gerne mal rantrauen wollt, ist überhaupt nicht schwer. Ich habe vor einigen Jahren dazu mal ein Video gedreht. Ich verlinke euch das hier oben in der Infocard. Schaut euch das gerne an. Dort erkläre ich nämlich, wie ein Anstellgut, was ihr benötigt, für Sauerteig herzustellen könnt. Und ihr findet natürlich auch den Link zum Rezept hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Nicht nur für das heutige Brotrezept, sondern auch für Anstellgut. Anstellgut ist das, was ihr benötigt, um Sauerteig herzustellen, um dieses Anstellgut herzustellen. Ich habe da einen Blogpost dazu damals auch veröffentlicht. Da steht drin, wie ihr das zubereitet, was beachtet wird, wie ihr das Ganze hegt und pflegt. Nun aber genug geblubbert. Wir starten los mit dem Anstellgut. Einen Tag vorher, das muss nämlich gefüttert werden, in Anführungsstriche, und mit dem Vorteig. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wie das lecker Kasseler Mischbrot hergestellt wird. Los geht's am Abend zuvor mit Sauerteig und Vorteig. Zunächst wird der Sauerteig angesetzt. Ich nehme hier Weizenanstellgut. Es geht natürlich auch anderes Anstellgut. Dieses wird mit Wasser und Roggenmehl gut in einem Behälter mit Deckel vermischt. Zur Markierung habe ich hier unten ein Gummi. Da sieht man nämlich am nächsten Tag, wie gut oder auch wie schlecht der Sauerteig aufgegangen ist. Der Behälter wird verschlossen und muss bei Raumtemperatur etwa 16 bis 18 Stunden ruhen. Für den Vorteig, der wird auch noch vorbereitet. Hier wird Wasser in eine Rührschüssel gegeben, ein kleines Stückchen Hefe kommt dazu. Diese wird gut eingerührt, sodass sie sich auflöst. Das Ganze wird mit Mehl ergänzt, gut umgerührt und muss abgedeckt 2 Stunden bei Raumtemperatur reifen. Anschließend kommt der Vorteig über Nacht in den Kühlschrank. Eine Nacht später, Vorteig und Sauerteig haben bei mir 18 Stunden geruht und nun kommt der Vorteig in eine Rührschüssel. Dazu kommt der Sauerteig. Und hier seht ihr nämlich anhand des Markierungsgummis, wie super der aufgegangen ist. Vom Sauerteig wird ein Teil weggenommen und wieder für den nächsten Sauerteig in den Kühlschrank gegeben. Der restliche Sauerteig kommt zum Vorteig. Dazu kommt Wasser, Weizenmehl Typ 550 und 1000. Roggenmehl Typ 1150, Salz und ein kleines Stückchen Hefe. Das Ganze wird nun 7 Minuten auf kleiner Geschwindigkeitsstufe verknetet, bis der Teig gut zusammengekommen ist. Nach 7 Minuten Knetzeit wird die Schüssel abgedeckt und der Teig muss 45 Minuten ruhen. Nach dieser Ruhezeit wird die Arbeitsfläche leicht bemehlt, der Teig darauf gegeben und rund geformt, indem die äußeren Ränder immer nach innen geklappt werden. Das wird einige Runden gemacht und so muss der Teig nochmal 10 Minuten abgedeckt ruhen, bevor er schließlich, es wird ein ovales Brot, nämlich auch oval geformt wird. Dazu wird er erstmal flach gedrückt.
Dann wird die eine lange Seite schön fest in die Mitte gedrückt, die zweite oben drauf, etwas rollen und so kommt der Teigling mit dem Schluss, also mit diesem offenen Ende nach oben, in ein ovales, gut ausgemehltes Gärkörbchen. Das Gärkörbchen wird abgedeckt und der Teigling muss so lange ruhen, bis er sein Volumen mindestens verdoppelt hat. Nach der Ruhezeit, bei mir waren das übrigens 2,5 Stunden, wird der Teig aus dem Gärkörbchen herausgestürzt. Zum besseren Einschießen in den Ofen habe ich hier ein Holzbrett. Der Ofen ist mittlerweile mit einem Pizzastein vorgeheizt. Restliches Mehl wird noch von der Oberfläche weggepudert. Dann wird die Oberfläche mit Wasser bestrichen und gestipfelt. Dazu gibt es hier solch einen Stipproller. Alternativ geht das natürlich auch mit einer Gabel. Nun wird das Brot in den gut vorgeheizten Backofen eingeschossen auf den Pizzastein. Alternativ geht das Ganze natürlich auch auf einem Backblech. Dieses sollte dann aber auch mit vorgeheizt werden. Auf das untere Backblech wird nun noch Wasser gegossen. Backofen verschließen, 10 Minuten backen. Nach 10 Minuten wird das untere Backblech mit dem Wasser entfernt. Der Dampf kann nun so entweichen. Der Backofen wird verschlossen und das Brot fertig gebacken. 10 Minuten vor Ende der Backzeit wird die Oberfläche noch einmal mit Wasser bestrichen. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog nicoleszuckerwerk.de. Schaut bitte in die Videobeschreibung. Dort gibt es den Link, der euch direkt zu dem Blogpost zu dem Rezept führt. Dort gibt es auch ein PDF, was ihr euch downloaden könnt, dass ihr das Rezept ganz einfach euch herunterladen könnt und abspeichern könnt, ausdrucken könnt, abheften könnt etc. Und wie schon zu Anfang gesagt, ihr findet dort natürlich auch den Link zum Rezept, wie ihr Anstellgut herstellt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt jetzt gleich noch den Anschnitt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und wir sehen uns ganz bald wieder.